Gestern schon sehr früh gab es Gerüchte, dass möglicherweise Kardinal Víctor Manuel Fernández zurücktreten könnte. Jeder hat gedacht, aha, das hat mit Fiducia Supplicans etwas zu tun, und zwar mit dem ganzen Chaos, den Kardinal Fernández mit seiner seltsamen Erklärung über die Segnung von irregulären Paaren weltweit provoziert hat. Aber nein, es kam anders. Dann kam die Nachricht über sein Buch Mystische Leidenschaft, welches er Mitte der 1990er Jahre veröffentlicht hat. Das Buch heißt Mystische Leidenschaft, Spiritualität und Sexualität. Und da sind einfach Sätze drin, die kann man hier nicht wiederholen, aus drei Gründen. Erstens, weil ich das Schamgefühl meiner Zuhörer hier verletzen würde. Also das sind wirklich schreckliche Zitate. Ja, also das geht in Richtung wirklich Pornografie. Man fragt sich ja, wie konnte er solche Sachen wissen? Also da geht es wirklich um Details, ja, die sind unglaublich. Zweitens, ich werde diese Zitate ja nicht bringen können, weil wahrscheinlich, ich habe Probleme wahrscheinlich dann überhaupt schon mit dem Hochladen des Videos. Ja, wahrscheinlich wird das möglicherweise zensiert, ja, also das geht nicht. Und zweitens, ich werde solche Sätze hier nicht wiedergeben. Aber wenn Sie auf mein Twitter-Konto gehen, ja, ich verlinke dazu, da habe ich zitiert, da habe ich retweetet einige Leute, die eine gewisse Sammlung von diesen Zitaten machen, aber ich empfehle das nicht. Das Ganze ist wirklich schrecklich, das Ganze ist wirklich fürchterlich. Und der ganz normale Katholik fragt sich ja, wie kann so jemand überhaupt in der Kirche angestellt worden sein? Wie konnte so jemand eigentlich im Kirchendienst angestellt sein? Wie konnte so jemand überhaupt als zum Diakon geweiht werden? Ja, und nun ist so eine Person eigentlich perfekt des Glaubensdikasteriums. Also das hält man einfach nicht mehr möglich. Da muss man schon wirklich sehr weit zurückblicken, ja, wann die Kirche in einer solchen Situation sich befunden hat. Also ja, in der Renaissance vielleicht oder so. Also da muss man schon wirklich Kirchenhistoriker sein, um eigentlich ja Vergleiche anstellen zu können. So, Kardinal Fernández hat prompt reagiert auf diese Veröffentlichung. Das heißt, er hat gemerkt, das Ganze geht ihm wirklich an den Kragen. Ja, deshalb sind diese Gerüchte eigentlich wahrscheinlich eines Rücktrittes wahrscheinlich gar nicht mal so übertrieben gewesen. Er hat sofort reagiert, und zwar über das Informationsportal Crux, welches ja liberal-katholisch ist, sagen wir so, aber recht ernsthaft ist. Das Ganze wird geleitet von einem sehr bekannten Vatikanisten, John Allen. Er ist auch ein Papstbiograf von Benedikt XVI. Ja, eben eher linkskatholisch, aber eben diese Linkskatholiken, die eben noch relativ sachlich und sehr faktenorientierend argumentieren und schreiben. Und dort hat er sich gemeldet und hat gesagt, ja, er würde dieses Buch natürlich heutzutage nicht schreiben. Ja, er war damals natürlich viel jünger, das ist richtig, das sind ja schon fast 20 Jahre her, also schon ja länger noch. Also der würde das nicht schreiben. Und tatsächlich hat er sehr schnell gemerkt, dass was er da von sich gelassen hat, ist so ja, unter aller Kanone, dass er sehr schnell auch die Verbreitung und die Veröffentlichung des Buches untersagt hat. Ja, okay, ist das glaubwürdig? Nicht ganz. Warum? Weil er, das ist zwar ein extremes Beispiel, dieses Buch, dieses mystische Leidenschaft, also wie gesagt, ich werde hier keine Zitate bringen, es geht nichts, ich will das nicht machen, ja, das ist schon extrem, aber das ist nicht das einzige Buch, wo er sich mit diesen Themen, ja, der Sexualität beschäftigt, ja. Und da muss man sich fragen, okay, hat er eigentlich eine Neugierde für diese Themen, für diese Details, die er einfach nicht zähmen kann offensichtlich? Er sollte sich vielleicht mit ein paar anderen Themen beschäftigen, mit Patristik oder mit Sozialdoktrin der Kirche und solche Themen und eben nicht mit diesen, ja, schlüpfrigen, komplizierten, ja, schwierigen moraltheologischen Themen. Und das hat er ja nach wie vor weiterhin gemacht. Ja. Da sieht man ja schon allein an seinen letzten, also an den Büchern, die er schon damals geschrieben hat, aber auch in Stellungnahmen letztens in seinem Amt. Ja, und zwar die ganze Geschichte, ob Transsexuelle zum Beispiel Taufpaten sein können oder getauft werden können, dasselbe mit Homosexuellen. Die ganze, ja, Fiducia Supplicans ist ja auch, man fragt sich ja auch, okay, warum muss er sowas eigentlich loslassen eigentlich und so ein Chaos provozieren? Ja, und da kann man natürlich sich fragen, okay, kann er eigentlich sein Amt überhaupt noch ausüben? Man kann sagen, ja, weil er natürlich in diesem Amt ist und damit ist er perfekt, dieses Dikasteriums, und deshalb kann er das. Aber das ist natürlich sehr kurz gedacht, ja, weil natürlich braucht er ja auch eine gewisse Autorität, um eben, damit er akzeptiert wird, damit die Leute sagen, okay, dieser Mann ist integer, dieser Mann weiß, was er sagt, er hat auch
das notwendige theologische Gerüst eigentlich für sein Amt. Ja, und ja, er muss natürlich als Person auch dieses Amt ausfüllen können. Ja, und mit diesen ganzen Skandalen, die in letzter Zeit gewesen ist, in so kurzer Zeit, ja, also er ist ja erst seit September überhaupt ernannt worden ist, da kann man sich fragen, okay, wer wird ihn noch ernst nehmen? Ja, man weiß ja nicht, was jetzt demnächst kommt. Wird er sich irgendwie zähmen? Wird er sich etwas disziplinieren? Wie ist das? Also jedenfalls, jeder Mensch sagt, in der Wirtschaft oder in der Politik hätte er niemals so ein Amt antreten können. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, und so kommen wir eigentlich, und zwar zum komplizierten Punkt, und zwar, was führt eigentlich Papst Franziskus der Erste im Schilde, wenn er solche Personen ernennt zum wichtigsten Amt in der Kirche unter dem Papst? Ja, kannte er ihn nicht, das kann gar nicht sein. Ich meine, die beiden kennen sich ja schon seit Ewigkeiten in Argentinien. Ja, schon als Kardinal Bergoglio Erzbischof von Buenos Aires war, sagt man, dass Kardinal Fernandes, und damals Erzbischof Fernandes und davor Rektor Fernandes, ja, sein Ghostwriter war. Das heißt, er hat seine Texte geschrieben. Man sagt, er hat Amoris Laetitia geschrieben. Amoris Laetitia geht ja auch in die Richtung dieser ganzen Themen. Ja? Also da geht es auch um Details, die, ja, warum, was haben diese Dinge zu suchen in einer Enzyklika eigentlich. Ja? Also das heißt, man spürt förmlich, dass er sich gerne mit diesen Themen, schlüpferigen Themen beschäftigt. Ja? Also das Ganze, ja, man wird wirklich extrem misstrauisch. Ich meine, das ist einfach so. Ja? Und dann kann so eine Person in diesem Amt sein. Warum wurde er vom Papst Franziskus dafür eingesetzt? Ja, also es wäre natürlich interessant zu wissen, ja, vielleicht kann mal Papst Franziskus was dazu sagen, was er sich erwartet von so einer Person. Und das Problem ist folgendes, es geht ja weiter. Ja, er ruiniert im Grunde genommen das ganze Pontifikat, er ruiniert eigentlich das ganze Pontifikat von Papst Franziskus und seine ganze Pastoral, wenn Sie so wollen. Ja. Was wird eigentlich aus dieser Weltsynode? Kann diese Weltsynode überhaupt noch stattfinden? Ja, nachdem Fiducia Supplicans das Episkopat so gespalten hat, so viel Widerstand provoziert hat gegen das Glaubensdikasterium. Also das ist ja wirklich historisch einmalig, was da abläuft. Ja. Und jetzt weiß man außerdem noch, was diesen Kardinal Fernandes alles so umgetrieben hat die ganze Zeit, welche Gedanken er sich macht über solche Themen. Also das Ganze ist wirklich entsetzlich. Es ist für die Menschen wirklich verwirrend. Die Leute sagen sich, ja, okay, was ist da los in diesem Vatikan? Da sollte wirklich bald hoffentlich greift da der liebe Gott ein und macht eine gewisse Ordnung. Vielleicht sagen sich viele Leute, okay, wir müssen jetzt einfach warten auf den nächsten Konklave, ja, und auf den nächsten Papst, da wird das vielleicht alles wieder in Ordnung geraten. Mal sehen, weil natürlich der Schaden nicht nur für dieses Pontifikat, sondern der Schaden für das ganze Papsttum, ja, also für das Amt des Papstes, für die Autorität, für die Ausstrahlung, ja, ist natürlich gewaltig. Wie ich schon gesagt habe, es reicht ja nicht nur, dass Kardinal Fernandes ein Amt hat, er muss natürlich auch die persönliche Autorität haben, damit die Leute ihn auch akzeptieren, damit die Leute wissen, okay, ja, ich vertraue ihm, dass er tatsächlich das Gute will für die Kirche und dass das auch dazu auch in der Lage ist. Und es wird immer deutlicher, das ist einfach nicht der Fall. Ja, das sehen die Leute. Ja, es ist wirklich chaotisch, was dieser Mann hier macht in der Kirche. Und man wünscht sich wirklich, dass bald andere Leute die Leitung der Kirche an oberster Stelle übernehmen. Vielen Dank.